Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Palmenos Plastic 2 von Raf Camora und Bones MC in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Vinyl, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Palmen aus Plastic 2, der erste Teil ja damals im Jahr 2016 erschienen. Und jetzt am 5. Oktober war es endlich soweit, der zweite Teil ist erschienen. Die Box habe ich euch bereits vorgestellt, das war gestern, heute ist es an der Zeit für die Vinyl. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen. Das Ganze ist ein Gatefold zum Aufklappen. Da bietet sich das immer gut an, mittig zwischen diesen beiden Klappteilen reinzuschneiden. Ups, da ist uns auch schon der Downloadcode rausgefallen. So, bevor wir die Folie wegmachen bzw. entsorgen, haben wir hier noch einen Aufkleber. Und zwar lesen wir hier Palmenos Plastic 2 Vinyl inklusive Download Voucher und 45 RPM, also 45 Rounds per Minute, 45 Umdrehungen pro Minute. Alles klar. Gut, so sieht das Ganze aus. Wir haben hier das Cover, das ja auch auf dem Standard-Album- oder CD-Cover drauf ist. Hier Bones und Raf mit einem Moped vor dieser besprühten Wand. Beste Leben, Frost 187 lesen wir hier. Dann haben wir hier noch Palmen aus Plastik 2 stehen, darüber Bones MC und Raf Camora. Auf der Seite haben wir dann in Pink und Schwarz die Interpreten und den Albumtitel. Und auf der Rückseite haben wir dann nur noch das Gefährt ohne die beiden Rapper, also das Moped hier, alleine gelassen. Und hier oben haben wir dann die Tracklist, und zwar haben wir hier 15 Tracks an der Zahl. Und wir haben 4 Features, und zwar haben wir Features von Jesus, Hannibal, Contra K und Tretmann. Credits und Barcode. Dann schauen wir mal hinein. So sieht das Ganze von innen aus. Also wir haben hier einmal oben die Tracklist, inklusive den Infos, wer das Ganze produziert hat, wer daran beteiligt war, die Credits zum Album. Dann haben wir hier einmal Bones MC und Raf Camora, Palmen aus Plastik, das Logo, also das Krokodil unter den Palmen in Sand verewigt. Und dann haben wir hier noch die beiden Herren, Bones hier mit Kappe und Raf ebenfalls mit Kappe und Sonnenbrille. Sieht so aus, als wären hier vor einem Flughafengebäude. Also, schönes Bild mit Sonne im Hintergrund. Dann haben wir hier die erste Vinyl. Kann man hier rausnehmen. Und die Vinylhülle ist nicht einfach schlicht Papier, sondern die ist wirklich sehr schön gestaltet. Hier in weiß, schwarz und auch hier wieder der pinke Zweier zu finden. So sieht das aus. Auf der Rückseite haben wir diesen gemalten Zug. Den gab es ja auch schon bei der CD im Booklet mit dabei. Palmen aus Plastik 2 lesen wir hier. Sehr schön gemacht. Fährt hier gerade über so eine Brücke. Die Vinyl an sich kommt dann klassisch in schwarz daher. So sieht das aus. Wieder das Logo von Palmen aus Plastik und dieser pinke Zweier. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracks, die sich auf dieser Vinyl befinden. Und zwar haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tracks. Also 7 von 15 auf dieser Vinyl hier drauf. Dann machen wir die Vinyl mal wieder rein. Und dann haben wir natürlich in der zweiten Tasche noch eine zweite Vinyl. So, weiter hier nichts. Diese dann in schwarz und weiß gehalten. Auch hier wieder der Zweier in pink. Auf der Rückseite haben wir dann Bones und Raf nochmals abgebildet. Hier bei Nacht gerade am Rauchen. So sieht das aus. Und dann haben wir natürlich auch hier wieder eine Vinyl in schwarz. Sieht so aus. Und auf der Rückseite dann hier wieder die Tracks aufgelistet. Und zwar haben wir hier dann die restlichen 8 Tracks, also 2, 4, 7, 8 Tracks mit dabei. Die Seite, sehr schön. Und zusätzlich zu dieser Doppelvinyl gibt es dann noch dieses kleine Zettelchen hier. Bones MC, Raf Camora, Palmen aus Plastik, 2 lesen wir hier. Auch hier natürlich wieder das Logo. Und auf der Rückseite haben wir dann einen Downloadcode, den ich in diesem Fall jetzt verdecke. Und zwar kann man mit Hilfe dieses Downloadcodes dann das Album
digital runterladen auf dieser Website. Bedeutet, für alle die, die es jetzt nicht nur auf dem Plattenspieler abspielen wollen, die können das mit Hilfe dieses Download-Vouchers, dieses Download-Gutscheins auch noch in digitaler Version runterladen. Sehr schön. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Vinyl Edition befindet. Die beiden Vinyls, diese Doppel-Vinyl hier mit insgesamt 15 Tracks, vier Features sind drauf auf diesen beiden Vinyls. Diese kommen in diesen schön gestalteten Vinyl-Covers daher. Dann haben wir den Download-Voucher hier auf diesem Zettel und das Ganze kommt in diesem Gatefold. Das alles in dieser wunderbaren Vinyl von Palmen aus Plastik 2, von Bones MC und Raf Camora. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Bones MC und Raf Camora unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.